Start nochmal. Was haben wir sonst noch? Verbrauch natürlich, okay. Gut, da finde ich tatsächlich den Speed noch am sinnvollsten, dass man den hier nochmal so digital angezeigt bekommt. Da muss ich nämlich nicht mal auf das Navi gucken. Aber nicht auf meine Spur, ne? Damit wieder und herzlich willkommen zurück zum Let's Play American Truck Simulator auf dem PC. Folge 61, wir haben einen neuen Auftrag angenommen. Und zwar der erste Auftrag mit unserem neuen Truck, dem Peterbilt 579. Ja, das ist wirklich wunderbar. Haben wir auch komplett aufgerüstet, modifiziert. 600 PS jetzt hier am Start. Sehr gutes Getriebe für Schwerlasttransporte und grundsätzlich eigentlich alles, was man sich hier so wünschen könnte. Und ja. Wir haben jetzt auch die Navi-Stimme. Das heißt, ich kann hier ganz entspannt auch ohne Navi am Fenster fahren und werde eigentlich ganz gut hier mittlerweile durchgeleitet. Biege nach links ab. Genau, und jetzt transportieren wir wieder eine schöne Hebebühne quer durch Texas. Ja, ab geht's. 600 Kilometer müssen wir jetzt hier fahren. Wenn wir gut durchkommen ohne Ampeln und so einen ganzen Kram, können wir sogar durchfahren. Allerdings müssen wir auch schlafen, dementsprechend ein bisschen blöd ist es. Das ist ja wirklich auch fantastisch, ja. Weiter kommen wir damit nicht. Dann fahren wir abends. 6 Stunden muss ich nur fahren. Ich habe 24 Zeit, also alles entspannt. Aber naja, ne? Ich wollte jetzt schön mal wieder im Hellen fahren, aber jetzt wird es dann wieder dunkel natürlich. Natürlich. Bringt ja bei dem Truck erstaunlich wenig.
links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ab durch Texas. Echt mehr Licht geht nicht, ne? Das ist Wahnsinn. So einer fetten Dings ausgebremst. Nice. Nee, ich finde den Truck sehr schön bis jetzt, muss ich sagen. Aber wir sind doch erst 200 Kilometer gefahren. Der 5000 Einkommen von Sydney E. Heißer Typ. Wo will ich das sehen? Odessa, erster Aufenthalt, schön. Biege nach rechts ab. Rechts abbiegen darf ich doch, oder nicht? Oder heißt die rechte Ampel? Ich kenne die Regel nicht. Ja, keine Ahnung, ich warte jetzt einfach hier. Rechts abbiegen darf man doch eigentlich, aber naja. Nee, kein Plan, weiß nicht. Da ist auch eine Ampel nach links. Interessant. Gar nicht gesehen, ne?
So, und dann gucken wir mal, wie wir jetzt noch kommen, die Folge. Jetzt haben wir uns natürlich wieder sehr lange in der Stadt aufgehalten. Deswegen werden wir das wahrscheinlich die Folge auch wieder nicht fertig schaffen, aber ist dann so. Machen wir das nächste Folge in aller Ruhe zu Ende, holen uns mal einen Auftrag und dann wird hier geschaufelt. Nächstes Projekt dann natürlich wieder eine neue Großgarage mit neuen Fahrern. Da brauchen wir aber wieder einige hunderttausend für. Ja. Genau. Es ist stockdunkel. Es tut mir jetzt leid, dass ich letztes Jahr immer im Dunkeln fahre. Ist jetzt halt gerade so. Was willst du machen? Na Auto, was los? Ja. Wo ist das? Ist jetzt selbst mit der Ladung von 12, na gut, 12 Tonnen ist jetzt nicht viel. Nächste Pause. Ui, okay. Ich kann nicht mal ohne. Also wahrscheinlich schon. Ein bisschen was fahren wir raus, aber. Wenn ich ankomme, muss ich auch wieder direkt schlafen. Reichweite, wir haben hier Temperatur. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung.
immer geradeaus. Ja, Speed ist natürlich ganz schick. Alter Mann! Ja Gott, nochmal, ey. Was haben wir sonst noch? Verbrauch natürlich, okay. Gut, da finde ich tatsächlich den Speed noch am sinnvollsten, dass man den hier nochmal so digital angezeigt bekommt. Da muss ich nämlich nicht mal auf das Navi gucken. Aber nicht auf meine Spur, ne? Richtig. 190 Kilometer noch zu fahren, Freunde. Ich würde sagen, dann machen wir mal einen Cut. Dann geht es in der nächsten Folge weiter. Mal wirklich Schluss heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.